You'll find the show notes at authenticgermanlearning.com/episode four nine. Extremely helpful. Philosophy is the tool that we use to undo our illusions. Philosophy reveals to us the simple truths that are self evident to toddlers, yearned for by teenagers, and attacked and dismissed by most adults. Philosophy is in its essence about relationships. The relationship between a statement and its truth value. The relationship between logic and empiricism. Self and other. Choice and virtue. Integrity and happiness. The mind and reality. However, most importantly, philosophy is about our relationship with each other. Dies war das Zitat der Episode und das Ganze natürlich nochmal auf Deutsch. Philosophie ist das Werkzeug, mit dem wir uns von unseren Illusionen befreien. Die Philosophie offenbart uns die einfachen Wahrheiten, die für Kleinkinder selbstverständlich sind, von Teenagern begehrt werden und von den meisten Erwachsenen angegriffen und abgelehnt werden. In der Philosophie geht es im Grunde genommen um Beziehungen, die Beziehung zwischen einer Aussage und ihrem Wahrheitswert, die Beziehung zwischen Logik und Empirismus, dem Selbst und dem anderen, Wahlmöglichkeiten und der Tugend, Integrität und Glück, der Verstand und die Realität. Vor allem aber geht es in der Philosophie um unsere Beziehungen miteinander. Dies war ein Zitat von Stefan Molyneux aus dem Buch, das wir heute besprechen werden. Hallo liebe Deutschlerner, Mitschüler und Genießer des Lebens. Ich bin Marco und du hörst gerade den Authentic German Learning Podcast, Episode 49. Heute reden wir über das Buch. Beziehungen in Echtzeit von Stefan Molyneux. Viel Erfolg und vor allem viel Spaß beim Deutschlernen. Bevor wir anfangen, möchte ich dich auf einen Fehler aufmerksam machen, den leider viele Leute machen. Und zwar meiden die meisten Leute andere Leute, die anderer Meinung sind. Ja. Es fühlt sich sehr gut an, Meinungen zu lesen und äh, Meinungen zu hören, die mit den eigenen Meinungen übereinstimmen. Und oft ist es schwierig, andere Meinungen nicht einfach zu ignorieren, sondern sich mit ihnen zu beschäftigen. Ich denke, man kann sehr viel gewinnen, wenn man sich mit Meinungen beschäftigt, die den eigenen Meinungen widersprechen. Fast alle Menschen haben Meinungen, die unseren Meinungen widersprechen, aber es ist trotzdem sehr hilfreich, mit diesen Leuten zu reden und zu schauen, was sie zu sagen haben und so weiter. Und äh, der Autor des Buches, Stefan Molyneux, ist so eine Person, mit der man wahrscheinlich nicht übereinstimmt in vielen Bereichen. Ja. Er ist Philosoph und deshalb auch sehr kontrovers. Meiner Meinung nach muss man kontrovers sein, wenn man ein guter Philosoph sein möchte. Ein Philosoph, der nicht kontrovers ist, ist meiner Meinung nach kein guter Philosoph. Denn nur wenn wir über wichtige Themen sprechen, kommen wir in die Kontroverse. Und äh, das möchte ich im Vorhinein gesagt haben. Der Autor des Buches ist zum Beispiel Anarchist. Er ist der Meinung, dass Staaten ein moralisches Übel sind und wir idealerweise in einer staatenlosen Gesellschaft mit klaren Regeln leben sollten. Aber in dieser Episode geht es nicht darum. Ja, es geht nicht um den Anarchismus pro/contra, sondern es geht um sein Buch über Beziehungen, ja, Beziehungen zwischen den Menschen. Es geht um zwischenmenschliche Beziehungen. Allerdings geht es am Anfang des Buches auch ein bisschen um Anarchismus, das einen Zusammenhang gibt zwischen der Beziehung, die wir mit dem Staat haben, und Beziehungen im Alltag, die wir miteinander haben. In der letzten Themenepisode habe ich ein anderes Buch vom gleichen Autor empfohlen und ich habe gleich einen Hörer verloren, weil dieser Hörer mit Stefan Molyneux wahrscheinlich nicht auf einen grünen Zweig kommt. Das heißt, er mag ihn als Person anscheinend nicht und möchte sich nicht mit den Büchern beschäftigen. Und das ist vollkommen in Ordnung. Aber ich denke, wer sich mit persönlicher Entwicklung beschäftigen möchte, der darf keine Scheu haben, kontroverse Ideen zu untersuchen und auch Ideen von Menschen in Betracht zu ziehen denen sie in anderen Bereichen widersprechen. Und hier machen wir das Zweite. Aus meiner Perspektive sprechen wir in dieser Episode und sprachen in der letzten Episode nicht über kontroverse Ideen, sondern wir beschäftigen uns mit Ideen, von einem Menschen, der unter anderem auch sehr kontroverse Ideen hat. Und ich denke, wenn man wirklich daran interessiert ist, sich selbst zu verbessern, dann sollte man nicht die Scheu haben, Ideen von Menschen zu untersuchen, die man in anderen Bereichen nicht mag. Insofern bin ich fast froh, dass ich diesen Hörer verloren habe, denn ich möchte, dass dieser Podcast für Leute ist die sich mit persönlicher Entwicklung beschäftigen möchten, die sich mit komplizierten Ideen auseinandersetzen wollen, die neue Dinge erfahren möchten, die keine Angst davor haben, neues Wissen zu erlangen. Ja, das ist meine Meinung und ich bin froh, dass du weiter hörst, denn ich denke, du bist einer der Leute, die nach Wissen streben die andere meinungen nicht einfach ignorieren ja das ist meine meinung ich bin froh dass du weiter hörst denn du bist jemand der nach wissen strebt der sich selbst verbessern möchte und der andere meinungen nicht einfach ignoriert so da das jetzt gesagt ist lass uns weitermachen und über das buch sprechen beziehungen in Echtzeit. Worum geht es in diesem Buch? Es geht hauptsächlich um Ehrlichkeit. Ja? Ehrlichkeit ist schwierig. Ich denke, wir sollten stets ehrlich sein gegenüber uns selbst und gegenüber den Menschen, die unsere Ehrlichkeit verdient haben. Und das ist leichter gesagt als getan. Es braucht nämlich viel Mut, um wirklich ehrlich zu sein. Erst nachdem ich dieses Buch gelesen habe, fiel mir auf, wie viele Dinge ich verschweige. Und Ehrlichkeit ist auch nicht für jeden. Ja? Nicht jeder Mensch verträgt Ehrlichkeit. Aber es gibt genügend Menschen auf der Welt. Wenn man ehrlich ist, verschwinden unehrliche Menschen, langfristig automatisch. Ja, wenn ich also stets ehrlich bin und ich habe Leute in meinem Leben, die unehrlich sind, die die Wahrheit nicht schätzen, dann verschwinden diese Leute fast automatisch aus meinem Leben. Ja, sie wollen nichts mehr mit mir zu tun haben, wenn ich die Wahrheit sage. Und auch andersrum, wenn ich unehrlich bin, dann werden sich ehrliche Menschen von mir fernhalten. Aber mit Ehrlichkeit hat man langfristig automatisch viele ehrliche Freunde. Und diese Ehrlichkeit ist sehr gut für innige Beziehungen. Je mehr ich mich anstrenge, ehrlich zu sein, desto inniger sind die Beziehungen, die ich habe. Das Buch Beziehungen in Echtzeit hat mir geholfen, ehrlicher mit den Leuten zu sein, die mir wichtig sind. Meiner Meinung nach ist Liebe auch nur möglich, wenn man ganz und gar offen und ehrlich ist. Ja, wenn ich nicht ehrlich bin, wie kann mich dann jemand lieben? Und wie kann ich jemanden lieben, der nicht ehrlich zu mir ist? Ich denke, das ist eine Voraussetzung für echte Liebe. Man fühlt vielleicht etwas im Bauch oder man hat ein bestimmtes Gefühl, aber wenn keine Ehrlichkeit da ist, dann ist es meiner Meinung nach keine echte Liebe. Es ist nur der Schein von Liebe. Das Buch heißt, wie gesagt, Beziehungen in Echtzeit. Und was sind Beziehungen in Echtzeit? Nun, du hast es vielleicht erlebt, dass die erst hinterher auffällt, dass du ein kleines bisschen unehrlich warst. Ja, oft fällt uns wirklich erst später auf, dass wir unehrlich waren. Und manchmal sind wir auch nicht offen mit unseren Gedanken und Gefühlen. Und das Ziel ist es, wenn ich eine Beziehung in Echtzeit haben möchte, ja, das Ziel ist, im hier und jetzt ehrlich zu sein, ja, gleich ehrlich zu kommunizieren, was wir denken, und fühlen. Und ich denke, das klingt sehr simpel, ist aber eine revolutionäre Idee. Stell dir vor, du würdest immer im Hier und Jetzt ehrlich sein, was du denkst und was du fühlst. Ja, stell dir vor, du nimmst kein Blatt vor dem Mund, wie man im Deutschen so schön sagt. Ja, du sprichst frei heraus, was du denkst. Das ist übrigens in einem gewissen Sinne eine sehr deutsche Idee. Ja? Meiner Erfahrung nach sind die Deutschen wirklich ehrlicher als andere Kulturen. Als ich in Amerika war, fiel mir auf, dass leider viele Amerikaner sehr oberflächlich sind. Ja, viele Amerikaner sagen zum Beispiel nicht, was sie gerade wollen oder was sie gerade denken, weil sie höflich sein wollen. Ja? Aber die Deutschen sind viel ehrlicher. Sie sagen genau das, was sie denken und wirken dadurch manchmal ein bisschen unhöflich. Also wenn du dich der deutschen Kultur anpassen möchtest, ist es auch eine gute Idee, ehrlicher zu sein. Auch wenn es manchmal unhöflich scheint. Diese Idee der Ehrlichkeit in Echtzeit möchte ich dir sehr ans Herzen legen, denn es macht Beziehungen viel inniger. Ja, man hat kein passiv-aggressives Verhalten, man hat klare Kommunikation und es fördert auch die Empathie. Ja, wenn ich genau sage, was ich denke, dann gebe ich meinen Mitmenschen die Chance, Empathie mit mir zu haben, weil sie besser verstehen, warum ich bestimmte Dinge tue. Ja, stell dir vor, du hast so eine Beziehung, wo du ganz ehrlich bist, ganz offen und nicht so lange damit wartest, zu sagen, was du denkst. Ich denke, eines der schlimmsten Übel in Beziehungen ist passiv-aggressives Verhalten. Ja, ich denke, wenn man passiv-aggressiv handelt, dann zerstört man damit eine Beziehung. Eine stereotypische Interaktion zwischen Paaren ist ja, dass der eine Partner fragt: Ist alles in Ordnung oder ist etwas? Und die andere Person sagt: Nichts. Ja, ist alles in Ordnung. Und das ist passiv-aggressives Verhalten, wenn eigentlich etwas ist. Aber wenn man offen und ehrlich in Echtzeit ist, dann sagt man gleich, ja, du hast das und das gemacht und das fand ich nicht so toll. Und dann spricht man darüber und dann kann man das Ganze ausdiskutieren. Aber wenn man nicht darüber spricht, dann ist man aufeinander sauer und weiß gar nicht mehr warum. Dies sind die Gründe, warum ich dir dieses Buch sehr ans Herzen legen möchte. Ich kann es empfehlen, mir hat es sehr geholfen. Meine Beziehungen wurden wirklich viel, viel, viel inniger und ich fühle mich auch viel freier weil ich nichts mehr verheimlichens, ja. Natürlich ist es eine gute Idee, immer noch Grenzen zu bewahren und ein paar Dinge für sich zu behalten, aber wenn ich mit Leuten interagiere, dann versuche ich stets so offen und ehrlich wie möglich zu sein und dadurch entstehen auch kaum Probleme. Die meisten Probleme entstehen, weil die Leute nicht miteinander kommunizieren. Deswegen ist dieses Buch so hilfreich und deswegen ist es hilfreich, viel zu kommunizieren. Vielen Dank fürs Zuhören. All die Links sind natürlich wie immer in den Shownotizen. Wenn du mehr über persönliche Entwicklung lernen möchtest, dann besuche germanlifeupgrade.com. Und äh, die Rezension der Woche kommt von S. Lama. Und S. Lama schreibt, der beste Broadcast, um Deutsch zu lernen. Sie gab fünf Sterne und schrieb: Dieser Broadcast ist mega geil und sehr hilfreich. Ich schaue regelmäßig viele Videos über das Thema Deutsch lernen, aber ehrlich gesagt ist Authentic German Learning. Die nützlichste in diesem Bereich, weil Marco eine sehr tolle und kreative Methode anwendet, durch die man verständliche Materialien erwirbt und die Sprache durch das dauerhafte Hören lernt. Ich habe zum Beispiel viel von Authentic German Learning gelernt. Ich empfehle stark allen Leuten, die Deutsch effektiv und schnell lernen möchten, diesen Broadcast und Marco ständig zu hören. Und ich verspreche euch, dass die Ergebnisse immer im Endeffekt wertvoll und toll sein werden. Mach weiter, Marco, und gib nie auf. Gemeinsam bringen wir dieses Projekt zur Spitze. Ja, vielen Dank, Eslama. Und wenn du lieber Hörer auch eine Rezension auf iTunes oder woanders hinterlassen möchtest, dann würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank. Und das war's für heute. Schreibe unter den Shownotizen bitte einen Kommentar und sage mir, was dir am meisten gefallen hat. Teile diesen Podcast, wenn er dir gefallen hat. Ich bin Marco. Dein Deutschlehrer und Mitschüler des Lebens. Mit Sicherheit wirst du die deutsche Sprache meistern. Ich bin fest davon überzeugt, dass du Deutsch lernen kannst. Du kannst es schaffen, da bin ich mir sicher. Bis zum nächsten Mal. In der nächsten Themenepisode werden wir über das Buch Die Sechs Säulen des Selbstwertgefühls von Nathaniel Brandon sprechen. Bis It. Thanks for listening to this episode of The Authentic German Learning Podcast. Please subscribe to get more awesome episodes. If you like the podcast and haven't done so yet, please leave a rating or review on iTunes. Ratings and reviews are the best way to spread the word about the show and to help other people find out if this is the right podcast for them. Go to authenticgermanlearning.com/free to learn how you can learn German while having the time of your life. You'll never want to stop. That's AuthenticGermanLearning.com free. Hey, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat die heutige Themenepisode gefallen. Dies ist nur eine von vielen Audiomaterialien, die ich für dich produziere. Es gibt noch sehr viel mehr Audiomaterial von mir in der Authentic German Learning Academy. Wenn du diesen Podcast magst, dann wirst du die Authentic German Learning Akademie lieben. Es ist der beste Ort, um Deutsch zu lernen. Also tritt nun dem Club bei, dem Club der Deutschen und lerne effektiv Deutsch. Join Germanclub.com Das ist die Webseite. Okay? Join. Germanclub.com und du hast Zugang zu noch mehr Audiomaterial.